Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der Juventus Turin Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und wir gehen heute rein in die nächste Folge und damit auch in die letzte Folge der Juve-Karriere, bevor es morgen weitergehen wird mit dem FCA. Heute gegen Genua, Frosinone und Roma werden wir alle drei Spiele in den Höhepunkten spielen. Und dann ist schon Winterpause. Und dann das letzte Spiel der Hinrunde ist dann gegen Salerno. Bevor es dann wieder losgeht gegen Sassuolo. Also es wird interessant, jetzt erstmal das schwierige Spiel gegen den FC Genua. Aber trotzdem, wir sind Juve, wir sind sehr gut in der Verfassung zurzeit. Lass wieder Kostic spielen. Malaysia. Dann ein Diallo. Rechts ein Sopi. Dann Samardzic darf mal wieder spielen. Miretti, wen haben wir da sonst noch so im Aufgebot? Eigentlich nur gefühlt in den Verteidiger Casadei. Wird mitgenommen für Locatelli. Rugani für Cambiasso. Und jedes für Sancho. Genau. Ansonsten passt die Aufstellung soweit. Gehen wir rein in das Spiel gegen Genua. Let's go. An dieser Stelle sorry für meine Stimme hier. Die ist noch etwas angeschlagen. Und wir wollen hier jetzt gegen Genua auf jeden Fall trotzdem weiterhin gewinnen. Und die Siegesserie ausbauen. Let's go. Eckball erstmal für Genua in der 15. Minute. Und da geht Genua tatsächlich mit 1:0 in Führung. Durch Güven. Oh je. Yeah. Jetzt kommen wir hier mit Timothy W. Alleingang. Sieht hier wunderbar Kostic. Es ist kein Abseits. Nicht aber Vlahovic und er macht das 1:1. Sehr gut. Und wieder einmal, wie schon in der letzten Folge, tut das Aufnahmeprogramm nicht mitmachen. Jetzt kommt der Angriff von Juve, deswegen auch der Cut. Oh, da kommt Timothy W. sogar noch hin. Nächste Aktion, 52. Chiesa. Federico Chiesa, 2:1. Aber da reagiert der Torwart auch nicht. Chiesa trifft auch endlich mal wieder, seit langem. Und wir bauen wirklich unsere Siegesserie weiter aus. Angriff von Juve, 54. Chiesa, Kostic. Vlahovic, 3:1. Es geht viel zu einfach hier. Es klappt besser als beim Jürgen Klopp. Das ist Fakt. Nächste Chance, 66. Minute. Chiesa. Erstmal der Klärungsversuch. Am Ende wird es ein 3:1 Erfolg, auch wenn wir ohne Gegentor nicht bleiben.
Trotzdem wieder mal eine sehr starke Offensivleistung. Auch von Florenz. 5:0 bezwingen sie einfach mal Hellas Verona. So, du solltest den Trainingsplan von Samedidis natürlich anschauen. Wir gehen weiter zur Partie gegen Frosinone. Das sollte normalerweise auch ein Sieg werden. Aber sag niemals nie. Sag definitiv niemals nie. Ja. Sag niemals nie. Ich wollte jetzt eigentlich den Spielball ändern, aber das funktioniert hier irgendwie nicht. Wir gehen jetzt in die Startaufstellung, werden mit Perin wieder spielen, mit Rugani und Buongiorno, links Cambiasso, rechts Sopi, dann das Mittelfeld bilden Casadei und Rabiot. Vorne Ken zusammen mit Milik. Wobei ich überlege tatsächlich mal, jedes im Sturm zu setzen. Probieren wir mal, ihn im Sturm zu setzen. Mal schauen, wie es sich tut. Nehmen Ken. Let's go. Bin ich gespannt. Höhepunkte. Ich habe ihm ja das den Entwicklungsplan gegeben zum Stürmer. Er sollte neue Kinder-Needles werden, da er nicht im Spiel ist. Das zweite Spiel der heutigen Folge. Wir sind zu Gast bei Frosinone Calcio. Let's go. Konter durch Juve. Sammet da im Blickfeld. Ken vergibt die Riesenchance. Jetzt kommt er durch Frosinone. 29. Jetzt Freistoß für Frosinone, 35. Minute. Und da gehen die in Führung. Da gehen die tatsächlich in Führung. Jetzt Alleingang von Juve, 62. Samet, jedes. Mit einer guten Idee, jetzt Angriff von Juve, 81. Casadei. Das müsste die letzte Aktion gewesen sein. Sancho. Sancho, 1-1. Jetzt aber nochmal Alleingang von Frosinone, 82. Minute, oje, Mini. Chesney ist da. Am Ende wird es ein 1:1 trotzdem. Lieber so anstatt zu verlieren. Weil so vergrößern wir den Abstand. Inzwischen sind es immer noch 9 Punkte Abstand vor Inter und Napoli. Ja, es läuft auf jeden Fall. Chiesa ist auf jeden Fall zufrieden, dass er spielt, aber er ist auch frustriert, wenn er nicht regelmäßig spielt. Ich musste zuletzt das ein oder andere Mal umstellen. Das gleiche bei Kostic, ich erwarte mehr von dir, das passt soweit.
Genau, gehen wir einfach rein jetzt in das Spiel gegen Napoli, gegen Roma. Warum sage ich Napoli? Obwohl es Roma ist. Sag mal, jedes hat optimale Fitness. Scout Aufschluss berichtet zu unseren Spielern, die ich gescoutet habe. Die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn dann die Wintertransferphase gemacht wird. Genau, okay. So. Roma ist jetzt an der Reihe. Das letzte Spiel im Kalenderjahr 2023. Und momentan schaut es ziemlich gut aus. Wir haben sogar ein Spiel weniger, können daher vorbeiziehen und davonziehen. Gehen wir rein. Spielen mit Kostic und Malaysia. Der Rest passt soweit. Gehen wir rein. In die Höhepunkte. Meine Stimme, die versagt echt langsam wirklich. Muss mich echt ausruhen. Dybala, Cher, interessante Akteure bei der Roma. Und die Roma darf eröffnen. Konter durch Roma, fünfte Minute. Der zu einem Konter für Juve führt. 1:0. Federico Chiesa. Fünfte Minute. Genial. Und wir machen direkt weiter. 13. Wer mit der nächsten Möglichkeit? Jetzt kommt er durch Juve 19. Starker Ball auf Weh. Der liegt aber auf Kostic und Kostic macht das 2:0. Humorlos. Stark. Einfach nur stark. Jetzt kommt mal wieder die Roma in der 35. Minute. Und jetzt Gelegenheit zur Flanke. 71. Dieser zieht ab. Aber leider ohne Erfolg. 80. Minute. Flanke für die Roma. Am Ende wird es ein 2:0 Erfolg. Sehr schön. So habe ich das gewünscht und auch erhofft. Somit eine gelungene Folge hier mal wieder. 2:0. Samit Yildiz hat zuletzt nicht gespielt. Somit schauen wir uns hier Monatsbericht Jugendmannschaft an. Da hat sich nichts verändert. Wie schaut es hier aus? Da leider auch nicht. Das, was ich gerne erwartet habe. Alles Spieler, was ich nicht interessant finde. Pietro Bianco. Mario Marino.
Mattia Moretti, Luca Rizzo, Giacomo Poli und Gianluca D'Angelo. Alles Spieler, was ich nicht interessant finde, ganz klar. Hier in der Türkei schaut es auch nicht gut aus. Und genau, wir schauen auf die Tabelle und haben weiterhin 9 Punkte Abstand und sind weiterhin die Mannschaft ohne Niederlage. Mal schauen, wie es in der nächsten Folge wird. Dann gegen Salerno, Sassuolo und Lecce. An dieser Stelle würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann bin ich raus. Macht es gut, haut rein und ciao.